Hallo und herzlich willkommen bei Tobis Tooltime. Heute Part 11, Baustellenvlog Neubau. Hinter mir seht ihr, die Garage ist gekommen. Hat alles wunderbar funktioniert. Kabel liegen schon drin. Der Bauherr hat leider die Fernbedienung mitgenommen, deswegen können wir jetzt nicht reinschauen. Hier hinter mir noch das Ausgerät von der Wärmepumpe. Da läuft auch alles. Ich gehe jetzt rein und zeige euch gleich den Fortschritt. Wir sind mitten in der Fertigmontage. Da sind ein paar Dinge passiert. Wie immer nehme ich euch mit und bevor es losgeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Let's go! Hier den Eingangsbereich kennt ihr schon vom letzten Video. Jetzt haben wir hier alle Dosen frei gemacht, die Kabel rausgeholt, mal alles gesichtet, ob auch alles noch da ist, wo wir es ursprünglich mal hatten. Hier, wie ihr seht, ist schon die Küche gekommen. Also noch nicht ganz fertig, da fehlen noch ein paar Teile, aber die Hauptkomponente sind schon mal da. Da hat sich die Vorarbeit auf jeden Fall gelohnt. Hier haben wir schon einen Großteil von Schaltern eingebaut, Steckdosen sind drin. Wie immer auf der Baustelle ist so, dass ich vorher alles bestelle. Da habe ich ja auch mal ein Video dazu gedreht, wie ich anhand von meinem Video die Bestellung gemacht habe. Aber wie es immer so ist, da kommt nicht immer alles an, wie man es bestellt hat. Dann kommen doch noch Dinge dazu, die man irgendwie vergessen hat. Da muss ich noch nachbestellen. Deswegen bin ich heute auf der Baustelle, um diese Nachbestellung zu machen. Hier haben wir schon teilweise alles eingebaut. Hier kommen nachher Thermostate rein für die Fußbodenheizung. Hier habe ich ursprünglich mal Angebote, die im gleichen Design dann zu machen wie die Schalter und die Steckdosen. Das ist aber im ursprünglichen Angebot nicht drin gewesen, deswegen ist es ein Mehrpreis. Das möchte jetzt der Kunde nicht, weil der Heizungsbauer wiederum seine mit im Angebot drin hat. Die sehen jetzt dann später halt anders aus. Sie haben noch keine Ahnung, was für ein Fabrikat kommt. Aber hier kommen dann die Raumthermostate vom Heizungsbauer drauf. Die sind aber jetzt noch nicht da. Das ist auch so, dass das oft halt dann vergessen wird, dann bereitzustellen zu der Fertigmontage. Da warten wir jetzt drauf. Ich hoffe, dass das die Tage kommt, dass wir da jetzt nicht unnötig warten müssen. Wenn wir warten müssen, dann müssen wir sehen, wie wir das dann handhaben. Hier haben wir noch eine Besonderheit. Da ist so eine doppelte Dose drin, weil ich weiß noch gar nicht, warum das so sein muss, aber irgendwie muss es so sein. Hier kommt so ein Akku-Pack rein. Dass, falls ein Stromausfall ist oder so, muss ich mal noch genau nachfragen, warum das gemacht wird, dass man da dann immer noch den Rollladen hier öffnen kann über diesen Akku-Pack. Das war ursprünglich auch nicht in meinem Angebot und in der Baubeschreibung drin. Deswegen kam das hier während der Rohbauphase dazu. Wir sollen mal eine doppelte Dose hier machen. Wie wir das nachher anschließen müssen und so, müssen wir uns auch noch Gedanken machen. Hier auch. Die einzelnen Räume, hier immer der Raumthermostat, der noch fehlt. Dann haben wir hier mal alles Material ausgebreitet, mal gesichtet, was das alles da ist. Hier schon Müll, aber ein bisschen getrennt mit Karton und Kunststoff. Hier haben wir die Toilette bzw. Dusche für Gäste wahrscheinlich. Das ist nämlich hier im Erdgeschoss. Hier haben wir jetzt fürs WC mal diese 32 Volt Anschluss vorgesehen. Was da dann von dem WC hinkommt, das weiß ich selber noch nicht. Wenn wir es halt brauchen, haben wir es halt da. Was man hat, hat man. Hier der Anschluss für den Spiegelschrank nachher, hier auch Thermostat. Hier fehlt noch ein Serienschalter, den muss ich noch nachbestellen. Entweder wurde er nicht geliefert oder ich habe es vergessen zu bestellen. Das weiß ich noch nicht so genau. Hier haben wir jetzt noch in weiser Voraussicht das Kabel länger gelassen, weil man die Position von der Treppe nicht richtig abschätzen konnte. Wir konnten es nicht richtig rausmessen, weil das mit den Plänen irgendwie nicht so übersichtlich war. Dann haben wir es jetzt länger gelassen und jetzt müssen wir es tatsächlich ein bisschen weiter hoch machen. Ungefähr bis hier, wo mein Finger hin zeigt. Jetzt müssen wir hier nochmal einen kleinen Schlitz machen, das Kabel hoch verlängern, das geht. Weil der Kunde muss später hier, der macht es in Eigenleistung, hier die Tapete sowieso noch ausbessern, weil er hier auch diese Halterungen, das waren diese provisorischen Teile, die hier drin waren, dass man drauf laufen konnte, die hat er jetzt noch nicht weggemacht und hat schon tapeziert. Da muss er sowieso nachbessern. Das gleiche haben wir hier im Abgang zum Keller.
Hier haben wir die Verbindung, das habe ich auch mal in einem anderen Video gezeigt, die Verbindung von hier zum Schalter nach unten. Das habe ich dann hier ja in dieser Leibung da entlang gelegt und dann hier nach unten geführt, wo es dann hier rauskommt. Und da müssen wir auch noch hier irgendwo an der Wand eine Leuchte platzieren, Leuchtenauslass. Und das machen wir dann, um nicht hier unten im Beton schlitzen zu müssen. Von dem Schalter hier fahren wir runter und dann rüber müssen wir die Position noch richtig ausmessen, um da dann auch einen Leuchtenauslass zu haben. Und dann können wir jetzt nochmal, ich habe meinen guten Strahler jetzt dabei, können wir nochmal runtergehen in den Keller, wie es da aussieht. Weil da haben wir jetzt auch ein bisschen mehr einen Plan, wie wir da dann weitermachen. Weil jetzt geht es erstmal oben dran, die Schalter und Steckdosen alle einzubauen. Und dann haben wir hier noch ein Part mit der Fertigmontage unten, weil hier alles Aufputz kommt. Hier steht der Zählerschrank. Der kommt logischerweise hier an die Wand. Von dort aus wird dann auch Lüftungsanlage, Wärmepumpe und Co. alles angeschlossen. Hier die ganzen Kabel, die von oben noch kommen, das ist Satellit, TV. Das muss alles noch hier rüber verlegt werden und dann wird es hier in dieses Kommunikationsfeld vom Zählerschrank eingeführt. Das ist auch nur so weit, dass wir die Kabel gezogen haben. Die liegen dann unterm Dach. Die Satellitenschüssel an sich ist auch nicht in der Baubeschreibung mit drin gewesen. Da muss der Kunde noch entscheiden, ob wir die dann montieren oder ob er das dann selber macht. Ja, das schauen wir dann einfach mal, wie sich das ergibt. Hier haben wir schon ein bisschen Kabelkanal hergelegt. Hier ist der Heizkreisverteiler fürs UG. Der wird auch Aufputz angefahren. Da müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir das machen, dass es schön aussieht. Das ist auch immer so eine kleine Herausforderung, wie man das dann im Keller macht, wenn man mit Heizungsrohre Wasser und so kreuzt. Deswegen warte ich da immer gern bis kurz vor Schluss, dass wir uns dann so um die anderen Gewerke drumherum bewegen, weil wir doch noch ein bisschen flexibler sind, wie vielleicht der Heizungsbauer oder der Sanitär. Die freuen sich auch, wenn die so ihr Sach verlegen können, wie sie es wollen und wir dann drumherum bauen. Und ja, höchstwahrscheinlich werden wir hier dann einen etwas breiteren Kabelkanal rüber machen, aus dem wir dann hier einen Stich runterfahren können mit alle Thermostate aus den einzelnen Räumen. Da müssen wir dann hier Durchbrüche machen. Da fahren wir dann wahrscheinlich hier durch und hier zur Seite durch in die einzelnen Räume. Da ist immer noch nicht ganz klar, wie die genutzt werden. Deswegen machen wir in den Räumen jetzt immer nur Schalter-Steckdosen-Kombination, Raumthermostat und Leuchtenauslass. Die Position von den Steckdosen, so weiß der Kunde. Deswegen machen wir das später, wenn er mal weiß, wie er die Räume nutzt. Weil es kann sein, dass das auch noch verkleidet wird und das dann vielleicht mit einem Gipskartonvorbau realisiert wird, wo wir dann die Schalter und Steckdosen unter Putz legen können. Deswegen machen wir hier nur das Nötigste in jedem Raum: Schalter-Steckdosen-Kombination, Raumthermostat. Und dann schauen wir mal. Und hier schaue ich immer noch diese Fahne, die aus dem Boden guckt. Da hat mir bisher noch keiner in die Kommentare geschrieben, was es denn ist. Ich habe mich auch noch nicht informiert. Informiert euch mal, weil ich will von euch auch was lernen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und hier ist zum Beispiel das Kabel, wovon der Garage kommt. Hier sind die ganzen Zuleitungen aus den einzelnen Zimmern. Hier TV-Kabel. Also hier ist noch ein bisschen Kabelsalat. Der wird aber nachher schön aufgeräumt. Übermorgen oder morgen, je nachdem, ich weiß noch nicht genau, kommt auch endlich der Hausanschluss. Das kann ich dann im nächsten Video zeigen, wie hier dann der Hausanschlusskasten hängt, weil von dort geht dann die Hartleitungsverbindung zu unserem Zählerschrank. Hier ist noch von der Lüftungsanlage so eine Verteileranlage. Das zeige ich euch dann auch, wenn es mal weiter fortgeschritten ist, weil Heizung und Sanitär und Lüftung soll anscheinend nächste Woche auch hier aufschlagen. Dann geht es da auch weiter. Dann gehe ich jetzt mal nach oben noch und schau da, was wir noch offen haben. Es ist schon viel besser, wie über diese wackelige Leiter hier hochzugehen. Hier auch fehlt noch ein Serienschalter, Taster fehlen noch. Das habe ich vielleicht falsch bestellt, muss ich auch noch mal prüfen. Hier
Badezimmer soweit mal alles gefliest und hier auch teilweise schon die Sachen eingebaut. Hier kommt noch die Badewanne dann hin. Hier unser Heizkreisverteiler. Ich brauche jetzt keins mehr. Hier kommen nachher noch Ventile drauf, das mache auch wir. Den Anschluss mache auch wir. Schau, hier beschriftet alles, welcher Raum was ist. Und dann kommt von jedem Raum hier so ein Kabel, das dann zum Raumthermostat geht. Da machen wir hier eine große Abzweigdose drauf. Das handhaben auch manche so, manche so. Da gibt es auch so Elemente mit so Reinklemmen, wo man es draufklemmen kann. Oder halt dann die Abzweigdose. Die Abzweigdose ist meiner Meinung nach die schnellere und günstigere Variante, die aber den gleichen Zweck erfüllt. Dann haben wir hier die Kinderzimmer. Die sind schon auch zum Großteil fertig. Hier haben wir noch dann Datendosen und TV-Dosen, die man noch machen muss. Hier in dem Zimmer haben wir hier, dies ist Schalterkombination fürs Schlafzimmer, kommt hierher, auch mit dem Raumthermostat. Da sind die Kabel noch hier drin, die muss man noch rausbohren. Und hier auf der anderen Seite soll ein Taster reinkommen. Da hatte ich auch ein bisschen Bedenken, ob das wohl nachher passt, wenn da zwei Dosen aneinander sind. Aber das kriegen wir gerade so hin. Wird schon passen. Und wenn es nicht passt, wird passend gemacht. Dann haben wir hier noch, wo das Bett hinkommt nachher. Da hat der Kunde auch das schon ganz genau eingezeichnet, wie die Maße sein sollen. Das müssen wir noch rausbohren. Dann ist soweit alles gut. Und dann war es das eigentlich mal mit dem Stand von der Fertigmontage. Folgevideos kommen. Und das war es jetzt schon mit Part 11 hier von der Baustelle. Wie gesagt, es geht dem Ende zu, hier die Küche. Ich werde mich in ein paar Tagen nochmal melden. Dann gibt es bestimmt ein paar neue Bilder, neue Eindrücke. Es ist immer komisch, wenn eine Baustelle zu Ende geht, aber nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Und um die nächsten Videos zu diesen und anderen Themen nicht zu verpassen, wie immer, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle!